Machen wir die alten Tierchen mal alle weg. Damit unser Stroh nicht weiter in den Keller geht. Damit wir auch upgraden können, die Häuser. Bei Steinproblemen haben wir zum Beispiel gar keine. Null. Ah, altes Weibchen. Alte Esel werden ja auch gekillt. Automatisch. Ha, da, guck mal. Es wird endlich abgegradet, die Lagerhütte. Dann würde ich fast sagen, können wir... Weiß nicht. Schaut so komisch aus. Der zieht es erst irgendwie mit... Fuck. Wo? Hier hinten. Die Hunde kommen automatisch angerannt. Bis unsere Dorfbewohner da sind, ist halt auch schon ewig. Schau mal her, bis die Dorfbewohner hier sind. Da, da. Ich verstehe es halt auch nicht. Ich lasse, das Tor ist offen und die machen mir trotzdem immer alles kaputt. Das Tor ist ja absichtlich offen. Das mache ich ja tatsächlich absichtlich nicht zu. Damit die mir eben nicht das Zeug kaputt machen. Aber ich glaube, die Räuber sind so ein bisschen doof. Aber trotzdem haben sie mir geschafft, wieder 10 Menschen zu töten. Und komischerweise ist hier alles kaputt gegangen. Die Mauer nicht mal. Okay. Die Mauern sind nicht kaputt gegangen. Aber die Defensiven sind kaputt gegangen. Belastung zu hoch. Aber wir haben doch ein bisschen besser überlebt jetzt gerade. Auch wenn die sehr am Arsch der Welt waren. Belastung too much. Die haben halt die Felder gut gar nicht bewirtschaftet. Und die haben hohe Priorität. Wirklich. Die haben hohe Prioritäten. Die haben die Scheißfelder nicht bewirtschaftet. Und ihr wundert euch, warum ihr verhungert? Wenn ich euch sogar sage, ihr habt, das ist hohe Priorität? Macht ihr die Felder nicht? Ihr wundert euch tatsächlich, warum wir keine Nahrung haben? Alter, ihr verdient es zu verhungern langsam, ohne Mist. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, boom. Und die Felder konnten nicht bewirtschaftet werden. Sommer. Ah, Gott, haben wir Idioten in dem Dorf. Lasst doch alle stehen und liegen und kümmert euch erstmal um die Nahrung. Wir sind zwar immer noch relativ safe, wir haben noch keine... Wir sind noch nicht verhungert. Ich hasse es, wenn er die Spielgeschwindigkeit immer rausnimmt wegen einem Sturm. Verhungert sind wir noch nicht, aber... Wir krebsen auch so die ganze Zeit nur so ganz knapp am... Wir verhungern nicht. Wir haben es ja vorhin gesehen. Ganz knapp nur. Hey, das war doch schon fertig. Das... Wir haben doch gerade eben noch zugeschaut, wie das fast fertig gebaut wurde. Hä? Wir haben vor 2 Sekunden, vor dem Räuberangriff, haben wir noch zugeschaut, wie das Gebäude sämtliche Materialien hatte und die das schon hochgezogen haben. Wo ich noch gesagt habe, okay, die machen die Wände anscheinend irgendwie erst mit Schilf. Und dann wollte ich nämlich schon das hier als nächstes markieren. Aber dann kam genau dann der Räuberangriff. Die Räuber waren irgendwo da hinten, die haben mir doch nicht aus der Baustelle die Ressourcen rausgeklaut.
Die Ziegen würde ich schnappen, das restliche, die jungen Ziegen. So. Ich bin gerade verwirrt. Aber hart verwirrt. Ja, man sieht, die Felder sind fast, die sind kaum fertig geworden. Also das mit dem Lager verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Das einzige Gute fürs Lager ist halt die bessere Haltbarkeit. Deswegen machen wir auch erstmal die Lager. Ich bin jetzt echt hart verwirrt wegen dem Zeug. Wegen dem Lager hier. Echt hart verwirrt. Achso, ich kann. Hallo, Kam. Hallo, Kam, Kam. Kam, meine ich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Ja, gut. Nahrung. Kommen wir langsam Richtung Safe. Wieder. Ich denke, wir kriegen wieder ein bisschen hin. Menschen würde ich tatsächlich keine mehr weiter großartig in die Stadt gerade machen, dass wir die Häuser ausbauen. Sonst erst noch 1, 2, 3. 3 Lagerhäuser hier. Die 3 Lagerhäuser hier. Die hier hinten sind ja sowieso gleich. Die haben wir ja gleich fertig gebaut. Was habt ihr eigentlich? Warum ist eure Moral niedrig? Alter, ohne Mist. Wenn du mir jetzt verdurstest, junge Dame. Alte Frau. Du bist halt tatsächlich neben einem Brunnen. Ich verstehe sie nicht. Die Menschen ab und zu in dem Spiel. Verdursten, verhungern, obwohl sie einfach alles direkt vor der Nase haben. Da mache ich mir jetzt Gedanken, weil die Felder kaum fertig geworden sind. Wegen am Brot. Dass das vielleicht nicht reichen wird. Das bringt uns halt auch kein Stroh. Dadurch können wir unsere Tiere kaum nicht versorgen. Wobei wir vorhin ziemlich viele an anderer Schwäche verloren haben. Ja. Müssen wir einfach mal gucken. Hör ich doch mal auf, mich die ganze Zeit mit dem Schwanz zu schlagen. So. Etza. Katze. Auf. So. Nahrung ist gut gerade. Wieder. Sagt er mir. Woher ich das ganze Fleisch kriege, würde ich gerne mal wissen. Ist auch so. Wer kommt das? Irgendwie läuft es gerade nicht prickelnd. Wir haben sehr viel Fleisch und auch sehr viel Häute und Knochen. Wer kriegen wir die alle? Jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt und jetzt werde ich wieder genau das gleiche sagen wie gerade eben. Ah, die haben das erst abgerissen, deswegen. Ah, okay, ich bin doof, es lag an mir. Die haben das abgerissen, die haben das nicht aufgebaut. Okay, liegt an mir. Ich war doof. So, dann können wir eigentlich das Lager als nächstes machen, weil das ist nicht jetzt fertig. Das ist halt das Gute, was mir so dran gefällt, dass es länger haltbar ist. In den Häusern. In den Lagerhäusern. Also alles, was reinkommt. Tatsächlich könnten wir, wenn ich mir das gerade so anschaue,
Da ist Platz, da ist Platz. Da ist nicht so viel Platz. Wer in den beiden? Wäre keine gute Idee, denke ich, wenn ich beides gerade upgrade. Wir müssen nach und nach doch machen. Weil wenn das jetzt leergeräumt wird, wird es halt eben in das Lager oder sowas reingepackt. Keine gute Idee, vielleicht zu viel upgraden. Wobei ich auch überlege, hier mal weiterzumachen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen immer so 10 Stück, da sind wir jetzt ganz gut gefahren damit. Kriegen wir die Wand langsam auf der Seite safe. Hier haben wir ja da angefangen, da können wir eigentlich hier hoch dann auch noch gehen. Okay, dann ist es schon mal safe. Händler ist gekommen. Ja, ich habe halt einfach nichts, was ich mit dem Händler eigentlich so ein bisschen handeln möchte. Wir könnten mal schauen, was der ein bisschen hat. Ich kaufe das Getreide. Das Mehl kaufe ich auch, weil das nur einen Wert von 1 hat. Und gebe dir dafür, guck mal, das und... Was haben wir denn gerade im Überfluss? Wir müssen doch irgendwo so eine blöde Schleuder von so einem Ding haben. Eine Schleuder? Und? Bist du irgendwas Sinnvolles? Ist Sinnfreies gerade vielleicht? Ich nehme Brote. Und zwar, warum nehme ich Brote? Weil aus dem Getreide kriege ich ein Mehl und aus einem Mehl machen wir 2 Brote. Immer sogar ein Plus. Du freust dich. Das ist schön, dass du dich freust. Dabei habe ich dich eigentlich übers Ohr gehauen. So. Gornak hat eine Krankheit und eine Sekunde später ist er gestorben. Da kannst du die Meldung mit Krankheit aber auch sparen. Okay. Hier, das... Warte mal, das hat auch schon 2-mal länger. Ah, okay. Das ist auch schon 2-mal länger haltbar. Gut, dann verbessern wir es halt auf 2,5-mal. Ist schon tatsächlich eine Verbesserung. Ist, hier haben wir hier das auch? Ja doch, 2-mal länger. Okay, so viel bringt uns das dann gar nicht. Na gut, ein halbes Mal länger. Könnt... Dafür schon ein bisschen sorgen, dass es nicht verfällt. Könnt ihr bitte dieses Mal die Felder machen? Wir brauchen Stroh und Weizen und allem. Könnt ihr bitte dieses Mal diese scheiß Felder endlich machen? Ja, ich rede nicht mit dir, Mietz. Das wäre echt cool. Wenn ihr diese das ist schon upgraded. Oh, 119. Belastung zu hoch. Warum ist jetzt die Belastung zu hoch? Gerade war sie nicht zu hoch. Alter, Leute. Kann doch nicht wahr sein. Okay, wir haben wieder ein paar Mäuler mehr, die gestopft werden müssen. Sehe ich halt gerade 118 Menschen. Wir werden doch tatsächlich... Immer mehr und mehr und mehr Menschen hier. Statt weniger. Ich nehme das Getreide. Ich nehme nur das Getreide von dir. Und gebe dir 2 davon. Wo wir mehr werden, geht die Belastung rauf. Ich verstehe es halt gerade sowas und überhaupt null. Aber sowas von null. Weil die Felder könnten, sind ja eigentlich nicht mehr geworden, bis auf die paar hier. Und da war ja...
119 Menschen. Okay, das ist gut. Wir haben nicht mehr so viel Platz. Da die Hütte wird gerade recycelt. Was fehlt hier eigentlich alles? Wir kriegen die Räuberangriffe so ein bisschen ausgetauscht. Unser Ruhm ist halt auch mittlerweile immer durchs Upgraden wächst das. Oh, guck mal, da kommt endlich mal ein Megalith angefahren. Gemeinwohl geht eigentlich auch. Wir hatten schon schlimmere Zeiten. Kichererbsen sind krank. Oh, Ochsenangriff, ja gut. Es funktioniert schon so einigermaßen, muss man sagen. Ich habe eigentlich nie eine Bronzeachse im Auftrag gegeben, dass die Bronzeäxte herstellen. Deswegen frage ich mich tatsächlich, wo ich die her habe. Und Bronze haben wir gefühlt halt einfach irgendwie trotzdem nie, obwohl wir Zinn und Kupfererz haben. Macht irgendwie gefühlt Feuersteinmine erschöpft. Okay. Kaum irgendwas. Gefühlt machen die da nichts. Kommen wir nicht voran. So, wir haben kaum noch Stroh. Das ist schlecht für die Tiere. Brauchen aber Stroh auch nur im Winter. Ich habe instant auf die 4 gedrückt für die 8-fache Spielgeschwindigkeit. Der Sturm kommt, alles langsam. Hoffen wir, dass unsere Gräber langsam so ein bisschen werden. Die Belastung ist... Oh, was? Wir sind voll? Wir haben keinen Platz mehr für Einwohner. Das ist jetzt doof, weil ich ja nach und nach alles upgrade. Achso, wir haben keinen Platz mehr für Einwohner, weil ich gerade ein Haus upgrade. Hehe. Klingt sinnvoll, ha? Auf damit. Das Lagerhaus wird abgegradet. Da ist einfach irgendwie immer noch nichts drin. Würde ich fast sagen, können wir halt das direkt weitermachen, wenn da immer noch nichts drin ist. Machen wir einfach mal. Aber das ist eh gleich fertig. Jetzt lernen die eh erstmal den Inhalt. Hey. Oh, yo, Leder kaufe ich dir ab. Ich kaufe dir Wolloutfits ab. Geb dir dafür wieder tatsächlich. Ich nehme noch 2 Brote. Komm. Bisschen Flachs wieder. So. Was ist denn das, was da liegt? Ach, das sind die Wolloutfits. Die schauen komisch aus, wenn die hier liegen. Schaut aus wie so ein Schlafsack. Wollt ihr das Lagerhaus mal fertig machen? Da fehlt nur noch ein... Danke. So, Arbeitsgebiet Steinholen erschöpft. Ja, das ist jetzt... Das könnte tatsächlich nach und nach passieren, weil wir jetzt sehr viel Stein brauchen. Oh, guck mal, das ist auch wieder fertig. Wir machen direkt weiter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gleich weiter hier. Einmal ausbauen, die Mauer. Gut. Bitte schafft die Felder. Wir haben nicht so eine hohe Belastung. Bitte schafft die Felder. Bitte. Kommt, ihr habt noch einen halben Herbst Zeit. Macht die Felder fertig. Wir brauchen Stroh und wir brauchen das Weizen. Bitte macht die Felder fertig.
tatsächlich wichtig. Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen makaber, aber ich glaube, wir sollten ein bisschen hiermit warten, bis wir die upgraden. Tatsächlich auf den nächsten Räuberangriff. Auch wenn es gerade sehr makaber klingt. Da wird es gerade abgebaut. Damit unsere Leute nicht obdachlos sind. Und die haben die Felder wieder nicht geschafft, voll. Das kann doch nicht sein. Wir sind 126 Menschen jetzt. Und wir haben es vorhin mit 100 geschafft. Und da ist kaum Felder dazugekommen. Ja, gut, weg. So, hier ist noch Platz. Hier ist sowieso noch Platz. Weißt du was? Komm. Gleich das Lagerhaus mit upgraden. Also wir kriegen, so wie ich es jetzt sehe, einen Ruhm dazu und 0,5 mehr Haltbarkeit. In den Lagerhäusern. Aber da wir eh upgraden sollten, auch für grundsätzlich mehr Platz und allem drum und dran, passt das schon. Für mehr Lagerkapazität. Ist es, denke ich, schon ziemlich gut, wenn wir das so machen. So. Was? Ich habe was im Haus angeklickt. Okay. Warum hast du Stroh im Haus? So, es ist Winter. Ein Händler ist gekommen. Hallo, Händler. Nichts. Nichts, was ich möchte. Warte mal. Damit du einfach nur weggehst, handle ich ein Brot gegen ein... Ernsthaft, du bist für ein... Vergiss es. Geh weg, schleich dich, hau ab. Können wir den nicht töten? Bitte? Die Preise? Alter, es ist frech. Es ist wirklich frech. Das ist echt frech. Ich würde tatsächlich hier überarbeiten, wenn wir das durchhaben. Hier hinten weiß ich nicht. Ich glaube, da wäre eigentlich nur die eine kurze Front hier nicht zum Upgraden. Das restliche Zeug wäre durchgehend zum Upgraden. Und hier drüben würde ich tatsächlich nur die lange Front hier nicht upgraden. Also die hier. Alles andere würde ich schon gern upgraden. Kerre ist erfroren. Okay. War ein bisschen kalt. So. Wir haben aber wieder Stroh und wir kriegen nach und nach ein bisschen mehr Nahrung wieder zusammen. Brot ist okay. Fleisch ist nicht so prickelnd. Aber ich würde gerne hier oben einfach... Tschupp, machen wir das mal nochmal. Hoffen mal da drauf. Jetzt hat wirklich Katze. Ab, runter. Runter mit dir. Tschupp. So. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Ja, wir haben auch keinen Platz mehr für wirklich viele mehr neue Menschen. Ah, wir können auch nicht upgraden. Weil dann verlieren wir vier Leute, vier Wohnplätze und wir haben zwei. Doof. Genauso wenig ich verstehe, warum der keine weiteren Bögen macht. Weil wir haben eigentlich eingestellt, dass wir 100% Bögen haben. An waffentechnisch soll eh 100% für die Bevölkerung da sein. Deswegen verstehe ich es gerade gar nicht. Warum der da nicht hinne macht. So, da ist das Lagerhaus auch gleich fertig. Das ist gleich voll recycelt. Können wir das auch fertig machen.
Jo.